Manche Sprachwissenschaftler sind der Meinung, dass die Qin-Dynastie den Ursprung des indoarischen Wortes China hervorbrachte. Qin veränderte sich zu Sina und verwandelte sich von dort weiter zu China. Doch so bedeutend ihr Name auch scheint, sie unterlagen schließlich den Han, von denen man allgemein davon ausgeht, dass sie die wahren Vorfahren des heutigen Chinas sind. Ni hao, mein Name ist Felix und herzlich willkommen zum nächsten Kapitel in unserer Geschichte Chinas. Die Dynastien der Chang und der Cao herrschten über Königreiche, die so weit in die Vergangenheit reichen, wie uns verlässliche Aufzeichnungen zur Verfügung stehen. Aufzeichnungen, welche in der Tat von Historikern einer späteren Zeit geschrieben wurden, als die chinesische Zivilisation sich von ihrem Geburtsort im Tal des Gelben Flusses ausbreitete und zu Imperien entwickelte. Es ist an der Zeit für zwei weitere Dynastien. Unter der Herrschaft Qin Shi Huangs, dem sogenannten ersten Kaiser, begann das Zeitalter der Qin. Nichts verdeutlichte dies mehr als die Konstruktion der ursprünglichen großen Mauer. Erbaut an der nördlichen Grenze des Landes, erstreckt sich die Mauer von Ost nach Westen und verknüpfte so weitaus ältere Befestigungsanlagen miteinander. Man wollte sich gegen die uralten Erzfeinde, die nomadischen Stämme aus den eurasischen Wüsten, schützen und ganz nebenbei den Raumschiffen der NASA bei der Orientierung behilflich sein. Ehrgeizig und darauf versessen, ihr Territorium zu festigen und zu vergrößern, fordert Qin Shi Huang neue militärische Taktiken für seine immer zahlreicher werdenden Armeen. Die Soldaten wurden von nun an aus dem Bauernstand rekrutiert. Bewaffnet mit Lanzen und immer häufiger auch mit Armbrüsten, befanden sie sich nun im Mittelpunkt eines jeden grenzüberschreitenden Abenteuers. Doch dieser Bauernstand war ebenfalls fester Bestandteil der riesigen Arbeiterschaft, die die Qin nicht nur zum Bau der großen Mauer benötigten, sondern auch zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur. Befestigte Straßen sind dabei nur ein Beispiel und die Wagen, die auf ihnen reisten, waren mit speziellen Achsenlängen ausgestattet, sodass ihre Räder reibungslos in den Spuren blieben. Die neue rechtsstaatliche Bürokratie kontrollierte nicht nur die Rekrutierung von Soldaten oder die Zwangsarbeit, sondern erdachte mit Blick auf die großen Pläne der Dynastie auch die Standardisierung der Währung, der Gewichte und der Maßeinheiten. Zudem führten sie das einheitliche Schriftsystem ein. Zwar waren das alles vernünftige und sinnvolle Maßnahmen, doch sie festigten letztendlich auch einen widerwärtigen Totalitarismus. Die Qin als strikte Gegner des Konfuzianismus wollten die Spuren der vergangenen Völker auslöschen. Laut Historiker Sima Qian aus der Ära der Han, der zwar etwas voreingenommen war, befahl Qin Shi Huang, klassische Texte zu verbrennen und hunderte von Gelehrten lebendig zu begraben. Doch die Han-Dynastie, die schließlich folgen sollte, brachte einige von Chinas angesehensten frühen Historikern hervor. Wir nehmen heute an, dass diese von Urkunden und Aufzeichnungen abschrieben, was uns zu der Annahme führt, dass die Qin trotz ihrer sonst umfangreichen Bürokratie doch nicht ganz so gründlich bei der Vernichtung der Vergangenheit waren. Dem wahren Geist des Totalitarismus folgend waren die Herrscher der Qin selbstverständlich auch paranoid. Qin Shuang überlebte drei Attentatsversuche und war seitdem besessen vom Traum der Unsterblichkeit. Jedoch der Plan, sein Leben durch das Schlucken von Quecksilberpillen zu verlängern, erzielte den umgekehrten Effekt. Als er starb, war sein Sohn bereits genauso verrückt und um einiges unfähiger. Während seiner dreijährigen Herrschaft bestand er auf Gesetze und Projekte, die weder bezahlbar noch durchführbar waren, und führte das gesamte China in die Rebellion. Wie oft hören wir den verzweifelten Ruf, warum lernen wir nicht aus der Vergangenheit? Scheint so, dass Kaiser Gao Su, der die neue Dynastie der Han begann, von dieser Weisheit starken Gebrauch machte, vor allem wenn es um die ungeschickten Versuche der gescheiterten Qin ging. Seine Regierung drehte sich zu Beginn um ein zentrales Herrschaftsgebiet und eine Anzahl mehrerer halbautonomer Königreiche. Mit Gao Su begann die Ära der Ausdehnung, in der sich das Reich der Han sogar so weit ausbreitete, dass es im Kontakt mit dem römischen Reich trat und mit der Seidenstraße eine Schnellstraße des Handels vom Mittelmeer bis in die Mandschurei entstand. Die Kosten dafür waren jedoch enorm und der einzige Weg, sie zu begleichen, war durch die Verstaatlichung der Industrie und der Steuereinnahmen. Solch eine ehrgeizige Regierung regte zu industriellen Innovationen an. Die Han nutzten riemenbetriebene Maschinen in der Textilmanufaktur, Ventilatoren für die Belüftung und Tretkurbeln für ihre Fahrzeuge. Es gab auch einige bizarre Arbeiten. So existierte ein Wagen zur Wegmessung, das eine Folge von Trommel- und Gongschlägen dazu nutzte, um die Länge der Route anzugeben. Doch hinter dem Klima der Forschung und der Erfindung brodelte es in den Beziehungen zwischen den Prinzen der Königreiche und der Zentralregierung. Es kam sogar zu Streitigkeiten unter den Prinzen selbst. Ein besonders hitziges Spiel, Yu Bu, ein Brettspiel, resultierte im Tod von Lu Xian, einem der Kronprinzen. Es war 154
53 vor Christus, als der damalige Berater des amtierenden Kaisers der Han entschied, es sei an der Zeit für ein entschiedenes Durchgreifen. Jing verkleinerte die Größe der Fürstentümer und entzog ihnen ihre Privilegien. Dies führte zwar zu einem Aufstand, aber dieser wurde nach nur 3 Monaten gewaltsam niedergeschlagen. Doch es waren nicht nur die Adligen, die sich flatterhaft verhielten. In der späten Phase der Han, um 184 nach Christus, brach die Rebellion des Gelben Turbans aus und dauerte 21 Jahre. Sie sollte letztendlich zu Ereignissen führen, die eine Phase des Bürgerkrieges und damit den Untergang der Dynastie einläutete. Es war die Antwort der Bauern auf die Entbehrungen, hohen Steuern und eine Regierung, die als korrupt betrachtet wurde. All dies waren genau die Umstände, die zu den republikanischen Revolten viele Jahrhunderte später in Europa führen sollten, am bekanntesten unter ihnen die Französische Revolution von 1789. In den 600 Jahren Regierungszeit der Han-Dynastie existierte eine kurze Phase der Zwischenregierung. Nach Wu, dem 7. Herrscher der Dynastie, kamen eine Reihe Kaiser an die Macht, die alle mit einer Frau namens Wang Chengyu verwandt waren, einer Art Grand Dame der royalen Fortpflanzung. Der Unruhestifter war ihr Enkel Wang Mang. Als er als Ersatz für den eigentlichen Nachfolger der Dynastie, der für die Thronfolge zu dem Zeitpunkt zu jung war, an die Macht kam, erklärte Mang kurzerhand, dass der heilige Auftrag des Himmels den Beginn einer neuen, seiner eigenen Dynastie hervorsah. Mang meinte es scheinbar gut und wie jeder weise Politiker führte er eine Reihe radikaler neuer Reformen ein, um die Gunst seiner Untertanen zu gewinnen. Er verbot die Sklaverei, er verstaatlichte das Land und teilte es unter den Familien auf. Ein fortschrittliches Vorhaben. Vielleicht wäre er sogar länger an der Macht geblieben, hätte eine natürliche Katastrophe in Form von desaströsen Überflutungen nicht das Blatt für ihn gewendet und es Kaiser Wang Wu erlaubt, die Han im Jahr 25 nach Christus wieder zurück auf den Thron zu bringen. Die Han würden für die folgenden 200 Jahre herrschen, doch nicht ohne weitere Revolten von allen Klassen und in allen Königreichen. Das vorchristliche China war ehrgeizig. Kaiser träumten von riesigen Gebieten, welche sie so schnell verloren, wie sie erobert hatten. Damals lebten die Menschen in Stämme. Willkürliche Grenzziehungen verärgerten die Bevölkerung und sie widerstrebten Untertanen von immer stärker werdenden Mächten zu werden. Die Qin hinterließen genügend Warnungen, doch die Han wiederholten ihre Fehler immer und immer wieder. Diese Zeit der chinesischen Geschichte ist noch heute bekannt für große Erfindungen und bedeutende Köpfe. Manche, die wir als Teil dieser Serie noch genauer beleuchten werden. Wenn ihr aber noch mehr über die Zeit vor den Qin und den Han erfahren wollt, dann schaut euch mal unsere erste Folge dieser Staffel an. Einfach hier oben klicken, da kommt ihr auch zu unserer Instagram-Seite, wo euch noch mehr geschichtliche Fakten zu China erwarten. So, jetzt aber, was glaubt ihr? Sind die Menschen unfähig, von den Fehlern ihrer Vorfahren zu lernen? Oder sind sie dazu verdammt, dieselben Fehler immer und immer wieder zu machen, bis sie ein Teil unserer Psyche werden? Hinterlasst eure Antworten, Kommentare und Meinungen gerne dazu unten in den Kommentaren. Und vergesst nicht, einfach Geschichte zu abonnieren, um alle Videos in der Woche zu bekommen. In unserer nächsten Episode unserer Reihe über China sehen wir, wie Chinas Nachbarn sich hervorwagen und Rache üben an China aufgrund von Invasionen und Unterdrückung. Vorsicht, die Mongolen kommen. Danke fürs Vorbeischauen und wir sehen uns das nächste Mal.